Du wirst die andere Ratte am Leben lassen, ist das klar? Schon wieder so ein braunes etwas. Der Freund von Brownie. Wo läufst du denn jetzt umher? Da ist ja noch jemand mit dem Hundi, Hundi. Was sehen meine Augen denn da? Wuffi, Wuffi. Hallo, Mr. Ratte. Hier kommt Corvo und der... Nee, nicht zermatschen. Vernascht dich, er vernascht dich. Hosentörtchen. Ob die Hunde mich in Ruhe lassen, wenn ich ihn mit der Blutwurst besteche? Das sechste Gebot. Käme das begierige Fleisch. Wahrlich, es gibt keinen schnelleren Weg, der ein Leben in den Abgrund führt, als die Verehrung des ungezügelten Verlangens. Was nutzt der Gang zu einer Prostituierten, die Aufmerksamkeit eines untersten Begleiters? Nichts! Und was ist die Furcht solcher Verbindungen? Nichts als neues Leid. Nichts als vierfacher Kummer. Und in diesen Dingen wohnt der Outsider. Eine Birne. Hauptsache dem Hund. Hundi bemerkt nicht. Obwohl er doch nur schläft. Aber Tiere schlafend genauso aufmerksam sind, wie wenn sie wach sind. Logikfehler! Der hätte mich 50 Mal bemerken müssen. Oder hat einfach keinen Bock. Ja, das ist es mit Sicherheit. Bolzen. Na, sehen wir ihn schon? Ja, da steht Sam. Aber Sam muss sich noch gedulden. Um einiges noch gedulden. Ich könnte... Nee, ich nehme den stylischen Weg. Aufseher! Versteck! 15. Tag, Monat des Holzes. Es ist mir gelungen, einige Artefakte zu stehlen, die sie im Lagerhaus A zerstört haben. Sie haben sie einfach zerstört! So wunderschöne und mächtige Gegenstände und meine Brüder haben keine Ahnung. Sie werden mich hier aber niemals finden. Hier kommt nie jemand her. Ich könnte die Tür zumauern und sie würden mich niemals finden. Es gehört mir ganz allein. Ja, der Aufseher ist wohl ein bisschen von seinem Wege des Aufsehers abgeraten. Hallo, Mr. Ratte. Naja, was ist denn so Schönes für mich? Willkommener Gast. Weiße Ratten länger beherrschen. Ja. Wie wär's, wenn ihr mir mal was Bestimmtes geben würdet? Aber nein. Wie viel brauche ich eigentlich für beherrschen? 3. Ruf zu den Sphären, Band 1. Ja. Können ja lesen.
Outsider! Ja, für die meisten Leute ist der Outsider nichts nur als ein Kindermädchen. Das heißt, er ist mein Kindermädchen. Aber er beobachtet doch nur Leute. Erzählt ihnen ein bisschen was. Aber sonst mischt er sich doch nicht in die Angelegenheiten ein. Der Sterblichen. Ja. Hoch da, Corvo. Hoch da. Aber da war ja noch ein weiterer... Obwohl, ich sollte erstmal... Definitiv... Ach, böses Hund. Böses Hund. Ja, jetzt verballert Chicken so richtig die Betäubungspfeile. Aber hey, wenn er einen Hund im Schlepptau hat, dann muss man das ja wohl zwangsläufig tun. Nee, das sind nicht genügend Ratten. Ist da vielleicht eine Weiße dabei? Eine von 37.000. Wow. Schraubstock! Yeah! Lüge! Das geht doch gar nicht! Der Tisch ist im Weg. Man kann das doch gar nicht drehen. Ich meine, die Lücke dazwischen, das ist viel länger, als die Seite hier lang ist. Der muss doch eigentlich gegen das Holz schlagen. Also wirklich. Ja, jetzt verstehe ich das. Das Spiel ist ja auch gepowert bei Unreal Engine. Natürlich ist das unlogisch, Chicken, dass das funktioniert. Ne, ihr kleinen Satansbrane. Kann ich jetzt mitnehmen? Nein. Nein, Bolzen. Warum bist du denn hier ganz alleine? Nee. Doch, aber deine Freunde stehen da hinten. Geh doch zu deinen Freunden. Mr. Ratte! Dann würde ich sagen, dieses Gebäude als nächstes. Das Walöl. Sieht ja immer so merkwürdig aus. Wie, naja, weiße Flecken halt, ne? Sehr witzig, Chicken. Nicht. Ja. Kann passieren. Passiert mir auch jeden Tag. Oben eigentlich noch was? Irgendwas auf dem großen Schild? Nein? Hat's wohl keine Lust. Na, noch 5 Betäubungspfeile habe ich. 5. Das ist weniger als 6. Aber mehr als 4. Herzlichen Glückwunsch, Chicken. Du kannst Mathe. Der junge Prinz von Tyvia. Ja, könnt ihr auch selber lesen. Könnt ihr alles mal selber lesen. Ich muss euch auch mal alles lesen, ne? Lehre. Oberarchitekt Bartholomew. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie darüber nachdenken würden, mich formell zu Ihrem Lehrling zu erklären, damit ich die ganze Zeit mit Ihnen arbeiten kann. Herzlichen Dank, Humphrey. Entwurf 1.
Ich möchte nicht länger ihre Böden putzen und Regale abstauben. Und alles nur für, um einige Wissensbrocken von ihnen zu erhalten, wenn sie denken, dass ich ewig warten werde. Bezüglich meiner Wahl für den Posten ihres Lehrlings. Es würde mich sehr freuen, wenn sie sich meine Dienstakte der letzten Monate ansehen würden. Sie werden sehen, dass ich... Holger hat mir letzte Nacht persönlich einen Besuch abgestattet. Er hat mir gesagt, dass ich großartige Taten für den Orden vollbringen werde. Dass ich die Dunkelheit dort, wo ich sie sehe, vertreiben werde. Dass ich meine Brüder mit Waffen ausrüste, die über das Physische hinaus in das Herz des Outsiders treffen. Ich denke, ich bin bereit für diese Aufgabe. Der wusste selber so nicht genau, was er schreiben sollte. Das nur Lippolzeln. Du bist außerhalb. Was haben wir denn da? Ein Tresor, wo ich die Kombination brauche. Los, Ratsche, erzähl mir die Tresorkombination. Das sah interessant aus, was die Ratte getan hat. Der junge Prinz. Ja, ja, auch gerade Kummer. Die Kombination. Post. Juhu, aber auch ein Brief für uns dabei ist. Warum auch immer für Corvo was dabei sein sollte. Letzte Warnung. Edmund, ich habe erfahren, dass Sie wissen, wo sich mein allerheiligstes Stück befindet. Wenn ich sie erwische, wie sie erneut bei Holgers Statue herumlungern und hoffen, auf einen meiner Gäste zu treffen oder mich ihnen in Kontakt zu treten, werde ich sie als Ketzer brandmarken und aus der Stadt jagen. Mit freundlichen Grüßen, Oberaufseher Campbell. Letzte Nacht. Winterm, letzte Nacht war wunderbar. Ich stelle mir gerade vor, wie mich deine Arme umfassen und ich deinen Atem in meinem Nacken spüre. Ich hatte Angst um unser Leben, als uns die anderen Aufseher sahen, aber du warst so einfallsreich, wie immer. Und ich nehme dir die Beleidigung und Drohungen nicht übel, da ich weiß, dass du dadurch jeglich Verdacht über uns zerstreuen wolltest. Hoffentlich können wir uns bald wiedersehen. Vielleicht in zwei Nächten, wenn du wieder Ausgang hast. Darion. Da hat wohl einer da auch sehr irgend so ein Verhältnis mit jemandem. Nur diese Liebe darf nicht erwidert werden. Unter den Regeln der Aufseher. Es ist eine verbotene Liebe. Ja, und dann wird das alles hier enden wie Romeo und Julia. Ja, so romantisch. Lieber Harold, normalerweise mache ich so etwas nicht, aber ich habe einen Brief gefunden, den deine Eltern geschickt haben, als du zum ersten Mal zur Weißen Klippe gebracht wurdest. Vergiss unsere Regeln nicht, die dir die Entscheidung ersparen, dich mit ihnen in Verbindung zu setzen. Wir können uns nicht länger unter denen bewegen, die wir beschützen. Wenn sie ihm wenigstens den Brief vorlesen würden. Auch wenn ihre Beweggründe richtig sein mögen, wissen wir, dass er in diesem Augenblick bestimmt sehr große Angst hat und wir nicht für ihn da sein können.